Und mir quält das Gewissen. Aufhören, sag ich! Aufhören! Was hast du denn? Wer kommt? Hunger nach dem Leben. Der schwimmt wie ein Fettauge auf einer kalten Suppe. Als Kronzeuge werdet ihr vielleicht die Schulter fallen da lassen. Und du darfst sogar hoffen, dass du dir das Vögelfeuer ersparst. Machen wir unser Hetz? Was denn? Was glaubst du? Wie treu dir dein Nazis? Gehst du noch mit ihm? Ich kann nicht ab. Hallo? Wie bin ich da? Ja, wie du da bist. Wenn ich mir denke, dass wir taten, was wir denken. Was denkst du dir? Na mir, was treiben denn wir da? Hallo, gefunden bist du. Und jetzt möchte ich Fallen bei mir einschnappen lassen. So ist es. Hast du gern bei anderen? Ja. Werden sie die deine werden? Ja, zur Hälfte ist es ja schon. Und die andere Hälfte? Ja, die kriegt schon noch. Was war, wenn jede andere Hälfte war? Magst du gern bei anderen? Ja, aber nur wenn ich mit dir tanze. Nur da bin ich ganz außer mir. Außer dir bist du dann mit dem Fragen. Da fängst du schlechte Wissen an. Ja, dann weg. Da bist du mal einer. Ja, was du da jetzt komm ich dir schon sagen, was du fahren bist. Die Liste ist die meine. Was so? Und was tust du denn denn? Hinten mit meinem Annemir? Dein Annemir! Hast sie gekauft, gehört sie dir. Der ist frei, der tut, was sie will. Sag dir der Teufel ins Hirn geschissen. Kannst du die nicht? Wenn die da noch mal picken lässt. Na, kommst du was da leben? Ich bin die Rosel. Die Wirtschafterin beim Grillhofer. Und wir brauchen kein Zindel da. Spiel dich nicht so auf, als wenn du die Bayerin warst. Die Honnerei. Ja, das weiß ich wohl. Mein Gott, tapfer ist sie. Was die alles am Hals hat, da bin ich um. Den Polster nimmt sie ja so und druckt ihn im Schlaf und sagt, mein Liebster, du, lass mich nicht so allein. Das sagt sie zu mir nie. Da gibt's einen anderen. Der Wahnsinn! Der Teufel ist los! Der Waschkel, der Knecht vom Grillhofer, reißt dem Annemir, der Magd vom Grillhofer, im Heil die Kleider vom Leib. Teufel! Und weiter? Weiter nix! Was ist denn? Ich mein, mir hat wieder ein Schlag gestraft. Das Schicksal in dir umrührt und der Bodensatz hochkommt. Da heißt's, kehr um, auf dass deine Seele nicht Schaden nimmt. Ein feines Platzl da, der Bank. Weißt, einen geholfen, hast allen ihn helfen. Beispielmäßig jetzt bei mir, deine Weib und fünf Kinder da. Ein Sinnbild mit drei Bedeutungen. Jetzt hockt er auf dem Spitz vom Baum Elster und der hat was im Schnabel. Ha, was die jetzt zusammenstellen. Streiten kann man nicht. Rechnen kennt man sich nicht. Ja, bemühen tust du dich. Aber ich spüre dich nicht. Traum ich zu dir in der Nacht und du trennst dich weg. Das ist eine Wand zwischen uns. Aber jetzt sind Papiere auftaucht. Und wie darf die Magd gelassen haben? Ja, dem denkt nichts. Klingelt's da nicht. Habt ihr es nie miteinander geredet? Was hat das jetzt mit uns zu tun? Yes. Mir ist nichts Schlechtes geschehen. Du hast mir gute Hände gegeben. Ich verstehe dich. Lies. Wer A sagt, muss auch B sagen. Nein. Was ist denn los? Sie lebt. Wer? Was hast du auf ihn eingeredet? Auf den Grillhofer? Wegen der Dirn, mit der er was gehabt hat. Dass sie wegen ihn auf die schiefe Bahn kommen werden und ein erbärmliches Leben hätte, wenn sie überhaupt noch lebt. Und wir die lebt. Können wir uns nicht aus ihm auf gegenüberstellen und sie in die Augen schauen? Ja, und was jetzt? Wir haben getanzt miteinander. Und dann waren wir im Heil. Und es war ja nie Zeit. Und was war, wenn ich bei der ganzen Klärung
mein erklärter Freund war? Mein Gott, Grillhofer, wie schaut es denn aus? Fahl, schwach und bereit zum Gehen. Der Tod ist der Weib und heute Nacht war eine Dame wohl. Da wird's manchmal schon ganz schwer. Übergeben, nimmer leben. Was? Anders ist es, Binsdorf. Anteilnahme am neuen Leben. Wo man die Last nicht mehr zum Tragen hat, ja, niederschwacht. Und auch vom Kreis der Familie. Aber möge eine Person berechtigten Anspruch auf das Erbe des Grillhofs vorweisen können, möge die sich binnen einer Frist melden. Ja, wer ist denn deine Mutter? Die Boltnerin. Und gewesen ist ein Magdbeink. Und ich bin ihr Kind. Und Enkelkind. Was? Was? Du bist mein Kind! Das verlorene Schaf, ha? Was für ein Freund, Grillhofer! Das Wochen liegt für dein Alter. Mir kommt vor, als wäre in der letzten Stunde um 10 Jahre jünger geworden. Aber passt dir auch. Das haut ganz schnell aufs Herz. Ja, das hupft vor Freude. Aber ungetraut ist deine Schuld an der Boltnerin noch lange nicht. Grillhofer, kennst du mich noch? Ja. Und sie kriegt, dass ich dich kennen will? Ja, als Boltnerin soll ich erzählen wohl, aber dass du dir warst, wo ich gewohnt und dass es dir unglücklich gemacht hat. Der geht schon gut bei mir. Möchtest du vielleicht nicht umarmen und den Augen ihres Anwalts kaufen? Soll ich vergehen? Wo denkst du denn hin? Ich sage leid. Grillhofer, brauchst du dich vom Gewissen so nicht beißen lassen. Na, das ist ein spassiger Tag, he?